Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis. Viel mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen England und jetzt haben wir auch Musik. Fantastisch. Wie viele Darlehen haben wir noch? 2 Stücker. Okay. Gucken wir, dass wir die noch abbezahlen. Wir haben einen Haufen Kriege geführt. Hier drüben. Kern jetzt gerade so ein bisschen. Und dann wollen wir natürlich noch bei Zeiten unsere Region, die wir ja reformiert haben, auch noch ein bisschen weiter verbreiten, zumindest bei uns im Lande. Unsere Herrscher machen das eigentlich soweit ganz klasse. Wir haben momentan einen administrativen Schwerpunkt. Wir könnten überlegen, wir haben hier einen, der günstig ist, ne? Da, der Francis Buckingham, den könnten wir auch nehmen. Der ist teuer momentan für die 3 Punkte. Schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Haben wir noch, wir haben hier drüben ja bereits einen Anspruch fingiert. Wir könnten die Gelegenheit mal schnell nutzen. Spaltest mal gerade die hier ab. Das ist ja eigentlich auch eine sehr große Truppe, ne? Guck mal, nimm mal die hier. Und erkunde du mal hier weiter. Haben wir noch einen anderen Conquistadoren eigentlich? Ne, haben wir nicht. Na gut, alles klar. Dann lassen wir die mal noch ein bisschen twerken. Wie hoch ist das Versorgungslimit hier? Das wird nicht ganz hinhauen, fürchte ich. Das sind die Söldner. Wo haben wir denn das höchste Versorgungslimit? Da, 28. Guck mal, dann lauf doch nach Unami. Und dann machen wir das nämlich da weiter. Wir haben Waffenstillstand, Correctus. Wir haben auch einen Waffenstillstand, ne? Ne, wir haben noch keinen Waffenstillstand. Ja, bauen wir hier noch ein Spionagenetzwerk auf. Fein. Okay. Das kommt jetzt ein bisschen aufgrund der Religion. Okay. Ja, bemühen wir uns um verbesserte diplomatische Beziehungen. Und lass uns noch ein bisschen Land beschlagnahmen. Und dann fährst du mal ganz schnell hier hin. Und du kommst mal ganz schnell hier hoch. Ich muss das sowieso nach und nach machen, ne? Wie lange halten die noch aus? 4 Tage. Das wird nicht klappen, ne? Aber wir können es versuchen. Immerhin, hier haben wir sie noch aufgehalten. Geld und Adminmacht verlieren wir. Dafür bekommen wir mehr Moral in der Armee. Für 20 Jahre. Und mehr Verstärkungsrate. Wow, okay. Ist gemacht. Da nehme ich auch nochmal ein Darlehen auf, ne? Ist dann halt so. Hey, wir haben einen billigen Kredit aufgenommen, nicht? Und ab nach Co. Und wir gehen mal hin und motten die Force nochmal ein.
einen Schatzmeister für 50 Admin macht, der günstiger ist. Oh, und ansonsten verliere ich Legitimität. Naja, wobei, wir würden damit klarkommen. Sag mal, magst du auch mal hier unten erkunden, dass ich da mal so ein bisschen... Okay, wir nehmen den Typen mit. Weil die uns spöttisch beleidigt haben, ne? Ist jetzt dieses Bündnis gebrochen. Ja, ich weiß nicht. Gehen wir hin und sagen, wir hören hier mal auf zu twerken. Also ich würd gerne noch ein bisschen twerken, ne? Minus 2 Dukaten pro Runde ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ne, wir nehmen die Admin Macht. Stabilität im Pro... Also klar, das ist gut, aber jetzt den Stabi-Punkt zu verlieren, das wäre mir ein bisschen zu viel. Wir nehmen jährliches Prestige bitte als Bonus. Ja, okay, gut, das mit dem Defizit, das geht echt. Ich habe nichts zu tun damit. Das war jetzt nicht ich. Das ist so krass, ne? Weil die uns spöttisch beleidigt haben, haben wir jetzt natürlich die negative Meinung. Aber warum haben die uns spöttisch beleidigt? Das muss so über ein Event gewesen sein, oder? Wir holen uns mal den zusätzlichen Missionar, dann geht es jetzt ein bisschen schneller. 5% Disziplinbonus, yeah. So, und wir nehmen halt die Dinger, die am längsten dauern. Wir leisten uns das jetzt einfach mal ein bisschen mehr Defizite laufen zu lassen. Ne? Da haben wir momentan gerade Wichtigeres zu tun. Na gut, das mit der Religion macht auch noch einen Unterschied. Oh, der ist nice. Da hier günstigerer Unterhalt. Momentan brauchen wir noch nicht so viel Kampfkraft tatsächlich. Und wir haben jetzt immerhin den Bonus durch... Mehr als 50% Kronenland. So, du kriegst jetzt Verschleiß aufgrund von... Winter wahrscheinlich. Bauen wir hier einen vor. Hilft das was? Das hilft was, ne? Okay. Schön. Unser Diplomat ist wieder da, ja. Wie kriegen wir das hier wieder hin? Wir haben immerhin noch unsere Staatsehe, das ist ganz okay. Ich wäre ganz gerne noch mit ihm verbündet. Ach ja. Holland. Ufieren wir Holland. Kongo, okay. Ja, gerne, wir teilen Karten mit dir. Dann haben wir auch wieder 100 Punkte Prestige, das ist ganz gut. So, wen haben wir? Dich haben wir jetzt auch ausspioniert, ne? Machst du hier noch bitte den Anspruch drauf und dann kannst du zurückkommen. Das sind die da oben. Mhm. Das sind die da und das sind die da. Mhm. Müssen wir mal gleich gucken, okay. Heiliger Krieg gegen Marokko.
Die Irokesen dürfen mich hassen. Candela. Oha, unser General ist draufgegangen. Nehmen wir uns noch einen Konquistador oder nehmen wir uns noch einen normalen General? Wir nehmen noch einen normalen General. Ja, ist jetzt nicht so überragend, aber okay. Wobei ich auch fast sagen könnte, lasst uns das nochmal gerade anschauen, ne? Sollen wir noch einen Konquistadoren nehmen? Wir sind halt so weit derzeit, was ich habe, 150, ne? Gut, wir haben die Entwicklung auch noch nicht gefördert, ne? Hier sind wir bei 11, hier sind wir bei 12. Da sind wir auch jeweils bei 11. Lancashire können wir fördern. Ja, mach mal so ein paar Punkte, hau mal noch ein paar Punkte raus. Dann haben wir da auch nochmal schön Rekruten zusammen. Achso, hier vielleicht für unsere Parlamentsdebatte, ne? Wann endet die denn? Chancen auf die Kosten für Kulturänderungen. Ja, das ist ja noch so ein bisschen... Okay. Wollen wir dem Klerus noch ein bisschen Einfluss geben? Wir gucken mal ganz kurz nochmal hier rein. Einfluss von 27, Dingens. Ja. Staatsreligion nicht vorherrschen. Minus 15. Adel. 27. Die könnten also auch, ne? Bei dem Loyalitätsgleichgewicht ist es kein Problem. Wir könnten gucken, ob wir dem Adel irgendwo... Realitätsgleichgewicht durch Einfluss geben. Klerus. Geld. Großkapitän killen. Autonomie. Bürger. Aber Bürger will ich nicht. Korruption, Korruption. Fortschritt, Regierungsform. Alter, bitter. Korruption. Okay, das war's. Dann nehmen wir das Ding mit dem Klerus, würde ich sagen. Kohle will ich jetzt noch nicht ausgeben. Großkapitän will ich auch nicht himmeln. Wir können das mit dem Prestige nehmen. Weil wir da gerade, glaube ich, noch drüber sind. 53% ist doch jetzt auch ganz okay. Danke, wir verlieren direkt nochmal 10 Prestige. Okay. Sauber. Und wir haben einen neuen Chor gekriegt. Fantastisch. Also dann konvertieren wir das Ding hier direkt noch weiter. Ah, guck mal, jetzt machen wir wieder ein bisschen... Machen wir wieder ein bisschen Geld. Guck mal, der Waffenschische mit Frankreich und Florenz endet. Und wir haben die 13 Kolonien gegründet. Eine neue Kronkolonie ist da. Sehr schön. Okay, toll. Fantastisch. Und jetzt können wir anfangen, die größer zu machen, ne? Indem wir zum Beispiel solche Gebiete hier erobern, ne? Er ist momentan noch besetzt durch andere Gründe. Und wie wäre es, wenn wir da noch... da könnten wir vielleicht auch noch was machen. Okay, wir gucken mal gerade nochmal Krieg gegen Frankreich. Österreich macht mit Picardie, Florenz und so. Ja, ja, aber das schaffen wir easy. Die Österreicher nehmen wir mit. Bei wie viel Gefallen sind wir denn bei dir? Bei 95 gefallen. Das ist schon sehr gut. Ach, oh, shit. Ach, krass. Also musst du immer drauf achten. Da guckst du mal halt nicht hin. Und schon springen da überall die Thronerben ins Messer und so, ne? Aber natürlich Trastamara. Obwohl wir die Staatsehe haben, ne? Ne, wir haben keine Staatsehe mehr mit... Aragorn, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich würde fast sagen, dann machen wir aber den Krieg zuerst. Dann machen wir den Krieg zuerst und dann beißen wir da schön was aus Aragorn raus und dann werden wir irgendwie versuchen,
Katalonien zu entlassen, weil es darf auf gar keinen Fall zu diesem Szenario mit dieser iberischen Hochzeit kommen. Die haben schon, ne, ich meine, guck mal, die haben schon Neapel jetzt unter Kontrolle. Das ist einfach too much, ne? Das Bündnis geht nicht wegen der Meinung, ne? Das ist echt shitty. Was war noch mit Lothringen? René Montfort. Bei 34 gefallen immerhin. Das wäre jetzt fast der wichtigste Krieg. Wobei der hier wahrscheinlich auch schnell geht. Ne? Dann ist Österreich einmal raus. Und hier macht noch Portugal mit. Wie viel ist denn hier so? Na, durch Venedig ist viel mit drin. Ne? Da müssten wir dann aufpassen. Und Aragon natürlich nochmal mit einer starken Mittelmeerflotte. Aber gerade auch im Krieg mit Tunesien, also vielleicht, das ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig schlecht, das jetzt zu machen. Also wir haben ja da drüben auch hier ganz schön erobert, ne? Komm du doch mal rüber. Guck mal, und dann holst du den da mal ab. Und solange erklären wir dir schon mal den Krieg, oder? Hat einen Eroberungskrieg gegenüber Kastilien, ja, aber das ist ja nicht das Ding. Andererseits haben wir die ganz schnell weg, ne? Auf die Auvergne haben wir doch selbst einen Chor. Ja, da haben wir selbst einen Choranspruch. Ne, also nicht einen Chor, wir haben einen Anspruch. Wir haben keinen Chor, wir haben einen Anspruch. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz mal unterbrechen. Also die Idee dahinter wäre ja jetzt zu sagen, wir machen das jetzt noch nicht mit Frankreich, weil wir zu viel aggressive Expansion hier drüben sammeln, ne? Aber das geht halt auch einfach. Hier würden wir sehr viel aggressive Expansion wahrscheinlich gegenüber Kastilien sammeln. Wie viel nimmt das denn hier ab? Beleidigte Feinde spöttisch. Herbert feindselige Erfinder. Das war das mit den byzantinischen Erfindern oder sowas? Ist das so krass mit der Modifikation? Naja. Ist schon heftig, dass das dadurch dann aber... Aber es ist tatsächlich diese spöttische Beleidigung, die hier den größten Unterschied ausmacht. Ansonsten wird das ja mit dem Bündnis kein Problem. Wie kriegen wir das gehalten? Ich glaube, wir kriegen es so gehalten. Die Frage ist, ob wir es so wieder zurückbekommen, ne? Kriegen wir es so wieder zurück. Wir tun einfach erstmal so alles dafür. Wie alt ist denn der Holländer? Herzog Albert der Erste. Doos. Was hätten wir denn jetzt hier? Kein. Also genau. Bei Tod des Monarchen ein adliges Haus Tudor folgt auf den Thron nach. Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Ja, dann hofieren wir da noch ein bisschen weiter. Kann ich mir hier irgendwas holen? Ne, du hast einfach nix, ne? Okay, gut, ja. Müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann die Beziehungen verbessern, weil, ja, Reasons. Okay, dann würde ich doch vorschlagen, wir holen die zurück, dann greifen wir Aragorn einmal an, dann machen wir das jetzt als allererstes, ne? Okay. Du kannst vielleicht bei der Gelegenheit gerade, aber hier noch ein bisschen hofieren, vielleicht haut das hier auch nochmal hin. Super, ne? Jetzt geht das auch ein bisschen schneller mit dem Konvertieren. Wir haben ja momentan ohnehin einen Bonus, ne? Aber ja, Dreieckshandel, ja. Hol den zurück. Wie viel haben wir hier durch den... 30 Punkte, weil wir den Kolonialismus noch nicht gefördert haben. Das ist aber echt viel. Wie viel sind wir jetzt? Okay, wir nehmen nochmal 2 Darlehen. Fördern wir das Ding. Nehmen wir das mit, sparen wir ein bisschen Diplo-Punkte. Das ist auch nicht verkehrt. Jetzt sind wir auch überall der Zeit noch natürlich mal entsprechend voraus. Und diese Diplomatie macht, die können wir ja in Produktion eben stecken. Ne? Also wir schauen mal ganz kurz hier. Wir haben 14 Punkte Kirchenmacht.
Und die können wir dann auswählen für 100. Und dann kriegen wir wahrscheinlich einen temporären Bonus. Von Gemahlin scheiden. Ja, da gibt es ja auch ein Achievement für. Verehrerin heiraten. Erhöht die Folge auf den Nachwuchs. Ihr erhaltet Machtpunkte von dem Gemahl. Wir erhalten 12 Admin, Diplo und Mill. Für jeden Machtpunkt der geschiedenen Gemahlin bis zum jeweiligen Maximum fehlen. Wir haben halt momentan keinen, deswegen suchen wir mal gleich. Aber das ist ja in der Tat, das ist ja eine ganz interessante, ein interessanter Bonus. Klerus verliert Einfluss und verliert Land. Nice. Merkantilismus und Geld. Nice. Stabilität und Legitimität. Nice. Innovationsfähigkeit erhöhen. Den Erhalt von Innovation plus 50% Wachstum für Reformfortschritte plus 15%. Zufällig ausgewählte anglikanische Provinz, die entweder Kirche oder Kathedrale oder Universität besitzt, erhält ein Grundproduktion. Ist auch nicht verkehrt. Was haben wir hier noch? Wenn wir koloniale Provinzen besitzen, erhält diese 100 Einwohner. Außerdem erhöhen sich 15 Jahre lang die Chancen auf Kolonisten um 5% und die religiöse Einheit um 10%. Es besteht eine 33%ige Chance, dass die Kolonie eine der ketzerischen Religionen annimmt. Ja, okay, gut. Das ist natürlich nicht so praktisch, ne? Reform der Religion, ein besonderer Zweig der Reformation. Sind wir da Brüder und Schwestern, protestantische Reformation? Wir sollten mit den Nationen unserer Glaubensgeschwister in diplomatischen Kontakt treten. Ja, dann bekommt man diplomatische Boni auf diese Punkte. Alter, ne? Das UI haut einfach in der deutschen Übersetzung nicht hin, ne? Religiöse Ikonen mobilisieren. Und dafür gibt es dann irgendwie Nahkampfschaden oder was? Da steht hier irgendwas. Moral der Armee 10% und Nahkampfschaden 10%. Alter, ist das bitter. Alter, ist das bitter. Okay. Wir gehen mal kurz zurück. Machtpunkte bekommen wir 0,6 monatlich. Okay. Grundwert 32 Machtpunkte. Dann Klerus minus 12,5, Einheit minus 68. Aber das kriegen wir alles hin. Die religiöse Einheit, die werden wir tatsächlich auf die 100% hochpushen. Die Provence werden wir bei Zeiten noch, die hat noch ein bisschen Freiheitsstreben, ne? Wenn wir die jetzt religiös konvertieren, wird das noch ein bisschen tricky, ne? Werden wir vielleicht aber noch machen. Und bei dir? Religion durchsetzen. Dann kriegen die erstmal 50 Freiheitsstreben. Ist das so ganz am Anfang schon so schlimm? Ich glaube, wir machen es direkt jetzt, ne? Die sind echt katholisch geworden? Die sind katholisch. Lieber jetzt. Denn da kommen wir besser mit klar, ne? Das macht nichts, wenn er jetzt erstmal illoyal ist. Wir verlieren 50 Mitmacht, wir haben so viel. Wir haben die Kultur in Labor geändert, super. Verbessern wir die Beziehung mit den 13 Kolonien, damit da der Wert entsprechend abnimmt. Da ist unser Schiffchen. Wie sieht das hier aus? Soweit in Ordnung. Müssen wir unsere Schlachtschiffe mobilisieren? Warten mal ab, ne? 2,8% Inflation. Ah, durch den Krieg gegen Aragorn werden wir aber einiges kriegen, denke ich. Und ich denke, wir werden auch. Wir haben jetzt auch gleich maximale Rekrutenreserven, das ist optimal. Schon mal aufhören mit dem Twerken. Und welche. Pack den mal wieder zurück. 1921 hätten wir dann, ne? Bräuchten hier irgendwie noch ein paar Niederlassungen, ne? 12. Februar. 22. 25.
12. Alter, das geht ja schnell. Stance. 23. 1. März ist nicht so praktisch. 2. März. 27. 26. Mal ab nach Nord, komm, auf geht's. Einmal nehmen wir den Giga-Verschleiß mit. Kannst du da runter? Nee, okay. Macht nix. Ah, jetzt haben wir auch hier die entdeckt, ne? Ah, das ist auch alles Irokesenland. Ah, krass, okay. Irokesen waren erfolgreich, ne? Kuba sieht kastilisch aus. Moskau. Schön. Boah, Alter, auf die Hälfte runtergeschmolzen. Zeigen wir nochmal die Bündnisse von Frankreich an. Florenz. Picardie und Berry. Das sind halt, die sind halt im Reich, ne? Das sind die, die mit Burgund verbündet sind. Guck mal, Saluzzo. Ich habe halt keine benachbarte Provinz hier, das ist ein bisschen blöd. Aber es könnte sich noch lohnen, ja. Ja, Republik Berry, es ist echt witzig. Okay, dann step du mal hier hin. Was ist mit der Bourbonne? Auch Teil des Reiches. Die Braunschweig und Schweiz. Naja, vielleicht kriege ich die auf anderem. Oh, nee, die kriege ich auf anderem Wege safe nicht. Wird dafür einen großen Krieg anzetteln? Weiß ich noch nicht. Boah, Alter, 20 Armeetraditionen willst du mir jetzt abrippen? Oder einen Stabi-Punkt? Ach du Kacke. 20 Armeetraditionen zu kriegen ist auch nicht so easy, ne? Also, ich meine, verlierst du ja ohnehin jedes Jahr, ne? Ja, mach mal die Force an. Wann kriege ich meinen Stabi-Punkt? Wodurch kriege ich den hier? Wo war's? Da. Parade. Wenn wir eine Parade abhalten, bekommen wir einen Stabi-Punkt zurück. Ich will die Admin-Macht gerade nicht ausgeben. Starke Militärführung. Also totaler Müll, ne? Ich meine, die haben 41 Leuten, 26 Einfluss. Wir haben drei Generäle. Also, was ist denn da der Modifikator? Grenzt die nicht Adeligen. Verlierst halt Stabi. Und der Adel bekommt Loyalität. Unsere letzten Kriege haben zum Aufstieg von kompetenten Anführern geführt. Die sind alle gestorben. Weißt du das noch, Spiel? Das ist der, okay, aber wir haben zwei, den haben wir durch ein Event gekriegt und das ist der einzig kompetente, den wir so selber bekommen haben. Naja, wobei der auch nicht so verkehrt ist. Der Lawrence Dampier, aber okay. Aber Fraktionen in unserem Land aufbringen, ja. Okay. Ja, Alter, ey, ne, 20 Militärtraditionen, das ist einfach so unfassbar viel. Ich meine, wir, klar, ne, die nimmt auch ab, das ist ja irgendwo, das ist irgendwo normal, ne. Ja, aber 20 Militärtraditionen, das ist einfach so unfassbar viel.
Okay, pass auf, wir nehmen die Österreicher mit rein. Die genügen mir, glaube ich. Willem Dose. Schwacher Anspruch. Vielleicht geht er ja drauf. Der hat tapfer gekämpft, auf jeden Fall. Okay. Wir haben Kriegssteuern an, na gut. Nehmen wir die 50 Admin macht mit. Verlieren wir 5 Legitimität. Und dann würde ich vorschlagen. Ach ja, stimmt, Werden ist ja auch immer noch dabei. Die zwei Transportschiffe, die kannst du mir tatsächlich mal gerade hier hinstellen, nach Nantes. Vielleicht brauchen wir die noch. Wir sind noch nicht am Flottenlimit dran momentan, ne? 55 von 68, ja. Erste Provinz konvertiert, sauber. Oha, Anbetung von Heiligen. Was bekommen wir da? Als Großbritannien mit Rom brach, haben wir die abergläubische Vorstellung aufgegeben, dass Gebete eher an Heilige als an Gott gerichtet werden sollten. Okay. Da unsere neue Theologie keinen Platz für das päpstliche Konzept des Fegefeuers hat, brauchen wir auch keine Heiligen, die sich für unsere Seelen einsetzen. Klingt konsequent. Dennoch führen viele Menschen die Praxis weiter, zu den Heiligen zu beten, und es gibt noch viele Kirchen, die ihrem Gönner übermäßig Ehrerbietung erweisen. Es ist harmlos, wir können es ruhig erlauben. Und dann bekommt Alster Anbetung von Heiligen erlaubt bis zum 25. August 1932, also für die nächsten 10 Jahre. Oder wir kriegen 15 Kirchenmacht und wir verbieten das in Alster und bekommen dafür Konvertierung, Missionarsstärke. Das klingt doch, also da nehme ich doch die Kirchenmachtpunkte, oder? Ah, nur falls ihr euch nochmal fragt, warum der Günner also hingeht und die Provinzen konvertiert, wo es länger dauert und teurer ist. Weil wir halt momentan diesen Konvertierungsbonus halt haben. Und nachher dauert das halt unfassbar viel länger, diese Provinzen halt zu konvertieren. Weil die hier, die kriegen wir, ne, was so 5 und 7 Monate dauert und so, die eh nicht so viele Punkte religiöse Einheit bringen, die kriegen wir nachher so oder so auch noch schnell konvertiert. Ne? Also das ist tatsächlich nicht das Ding. Ne? Und die 35 Kirchenmachtpunkte, die bringen uns ja dann auch nochmal ein bisschen näher. Oh, 100 Bevölkerung in Jamestown, cool. Die bringen uns dann auch ja nochmal ein bisschen näher an die. Die bringen uns auch nochmal ein bisschen näher an den weiteren Stabilitätspunkt, ne?
Du gehst hier an Bord und du gehst hier an Bord. Ui. Wow. Der Atzenknilch. Wo kommst du denn her? Was für ein Sack. Dafür wirst du bluten. Junge. Das waren 2 Kanonen und 2 Inf. Die 10 Diplomacht nehme ich, glaube ich. Na, es sind nur 50% Chance, ich nehme die 10 Diplomacht. Ja, dann lasse das stehen. Was für ein Sack, ey. Die Florentina. Genau, zieh mir die 50 Admin-Macht ab. Gemeines Spiel. Warte mal, ihr geht mal hier hin. Lass den noch ein bisschen twerken und jetzt haben wir den 21. Februar. Geht schon wieder los mit diesem Schiffe erobern, ne? Da sind wir wieder bei 90 Punkten, okay. Mal zurück. Also Florenz will ich auf jeden Fall schröpfen. So, ich will dein ganzes Geld. Ich kann ja eine Religion erzwingen. Sollen wir das machen? Machen wir die anglikanisch? Was bringt das dann da oben? Also ich meine, es bringt Prestige für uns, bringt es Prestigepunkte, ne? Komm hier, wir machen die anglikanisch. Schön. Ich hole mir die 50 Admin Macht wieder zurück, aber sowas von. Muss mal gucken, was günstiger für uns ist. Ob wir also zuerst vielleicht dann versuchen sollten, Venedig Platz zu machen. Das ist wahrscheinlich am lukrativsten, ne? Auf den Stillstand mit Portugal. Was? Ich bin puzzled, okay. Ha, siehst du, Militärzugang verbessert die ganze Nummer nochmal. Wir können noch Flottenstationen erbitten, aber das kostet dann Geld. Komm, gimme die Hauptstadt. Prestige durch unsere selbsterhaltene Kolonie. Fantastisch. Ja, genau. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Also, der Hauptteil des Verschleiß kommt ja daher, dass wir... können wir hier einen hinschicken? Ja, ne? Können wir eigentlich auch machen. Schicken wir da einen hin. Normalen Kolonisten, bitte.
Und dann könnten wir uns das nochmal überlegen mit den Minderheiten vertreiben, ob wir dann da noch weitermachen. Ja, ich nehme sehr gerne nochmal 50 an der Macht. Boah, gib mir diese Drecksstadt jetzt bitte, ey. Ohne Witz. Entschuldigung, nicht Drecksstadt, es ist Florenz, ja. Also bitte gib mir diese wunderschöne Stadt. Okay, 100 Dukaten für 50 Diplo habe ich noch. Halt! Stopp! Ich zuerst! Erster! Braucht die Armeetradition. So! Frieden, Florenz. Und zwar all dein Geld. Die Kriegsreparation nehme ich auch noch. Und das reicht mir dann hier auch schon. Die wollen wir erstmal nur finanziell schröpfen. So, wen haben wir jetzt noch? Berry und Picardie. Picardie bekommen wir jetzt. Berry ist Teil des Reiches, ne? Die sind durch diesen burgundischen Kack da ins... Entschuldigung. Die sind durch Burgund ins Reich gekommen. Ja, da machen wir jetzt kurz einen Prozess. Ja, sorry. Also... Sorry, Österreich, aber Berry wird nicht dein... Berry wird nicht dein Reichsfürst. Und ich würde mal behaupten, Picardie auch nicht. Boah, hat er eine 1 gewürfelt, ne? Klerus gewinnt Loyalität und wir kriegen Missionarsstärke durch Glaubenseifer. Ja, ich würde auch sagen, wir sind sehr eifrig am Glauben. Wir glauben sehr, sehr eifrig momentan. Okay, ist noch 50%, das wird auch besser. Komm, schaffst du es jetzt oder muss ich dann jemanden hochschicken? Oh Gott, schon wieder Geld für dich gemacht, aber hey. Das werden wir alles in Produktionseffizienz stepfen. Oder ansonsten, Adel verliert Einfluss. Oder wir stopfen das ansonsten in Dingens, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, was noch eine Möglichkeit wäre. Ja, finanziere die Flotte mal bitte. Eine weitere Möglichkeit könnte auch noch sein, dass wir das Geld in... Hui, schon wieder. Dass wir mit dieser Diplomacht eben Merkantilismuspunkte kaufen oder so. Das ging auch noch. Ich krieg Call for Pizza. Ja, jetzt hol dir bitte die Provinz da oben. Sauber. Ja, wir werden das mit der Koalition jetzt hinnehmen. Die könnte ich mit in den Krieg gegen Aragorn rufen. Das wäre eigentlich ganz cool. Dann kämpfen wir zusammen im Krieg. Sie bekommen nichts. Das ist einfach so ekelhaft, dass sie Neapel einfach so gekriegt haben, ne? Ah, nee, ich kann sie nicht in den Krieg rufen, weil wir nicht verbündet sind. Und wenn ich Aragorn den Krieg erkläre, dann werden sie Aragorn angreifen.
Und wenn ich nur die Provinz nehme? Also, man muss jetzt auch dazu sagen, es käme nur Aragon, Baden und Kleve dazu. Alle anderen könnten sowieso schon in eine Koalition. Was wäre das für eine Koalition? Also, wir machen das hier. Sagen wir mal, wir machen das so. Wer kommt denn dann mit rein? Die drei Bünde: Dortmund, Württemberg, Konstanz. Nassau, Saluzzo, Kleve. Baden, Köln, Aragon. Ja, das da, das geht eigentlich noch halbwegs. Ich meine, Frankreich in der Koalition interessiert niemanden. Burgund auch nicht, Bourbonnais auch nicht. Brabant ist halt so. Savoyen, Trier, ach. Guck mal, ich mach die sogar noch anglikanisch. So, die Küstenstadt nehmen wir ihm weg, damit er da nicht mehr anfängt, hier irgendwelche diplomatischen Sperenzien zu machen. Der ist ja so super eingekesselt, das passt doch. Okay. So, und du hörst jetzt mal auf mit dem Drillen. Denn ich überlege mir ernsthaft, ob ich noch Aragon angreife. Schön. Koren wir das noch? Ja, wir haben noch ein bisschen Punkte über und wir müssten bald hier weitermachen mit der Admin-Macht, aber das geht, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben hier den Admin-Fokus drin. Wir könnten uns so überlegen, bei 70% der Zeit voraus, ob wir noch ein paar Generäle würfeln und dadurch ja auch nochmal mehr Armee-Professionalität bekommen. Das ist halt ja so der einfachste Weg und Generäle sind für uns jetzt halt auch nicht so teuer. Wir brauchen vor allen Dingen, können auch nochmal ein paar Truppen rekrutieren, also auch das halte ich nochmal für eine sinnvolle Sache. Und wenn wir jetzt Aragon den Krieg erklären würden, guck mal, wir können Österreich, Lothringen und Portugal mitnehmen. Also ist eigentlich sehr brauchbar. Und dann nehmen wir irgendwie hier, keine Ahnung, nehmen wir Roussillon ein. Und ey, das wäre super. Was sind denn da die billigsten Provinzen hier unten? 27, 11. Hier, Alicante. Und Roussillon, da könntest du so coole Vasallen wieder draus basteln, ne? Und hier, das wäre dann nur noch Kern-Aragon, was dann überleben würde. Also das wäre schon sehr geil. Da würde ich auch... Es sind zwei Provinzen, ich kann aber keinen Anspruch bei dir fingieren, ne? Ja, das geht nur über die Provence. Also... Und die Provence hat halt hier schon die Ansprüche, was ich schon ziemlich nice finde. Die müssen wir aber vielleicht gar nicht nehmen, ne? Weil vielleicht lassen wir es wirklich nur dabei, dass wir halt hier die eine nehmen. Die hier. Und dann gucken wir mal. Kriege gegen Kastilien sind ansonsten auch noch eine Option, wenn das mit dem Bündnix nichts wird, dann ist das halt so. Aber ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass die einfach hier sich dann so ins gemachte Nest setzen können und dann einfach hier, ne, kastilische iberische Hochzeit, ne. Wenn die Troller da nämlich erwachsen wird, dann passieren hier doofe Sachen, ne. Vor allen Dingen dann, wenn ich nicht mehr mit denen verbündet bin, das wird das Dümmste überhaupt, ja. Und wenn es dann so ist, dass sie die iberische Hochzeit kriegen, dann klatschen wir sie weg. Ist mir aber immer lieber, wenn man das vorher machen kann. Ja, das wird Diplomacht kosten, ne? Das wird Diplomacht kosten, die mitzunehmen. Wir brauchen vor allen Dingen auch so ein paar, wir müssten wirklich auch noch mehr, das ist halt so doof, weil wir halt hier jetzt ans Reich angrenzen. Vielleicht müssen wir wirklich gegen Dänemark und Schweden irgendwie noch Kriege führen oder so. Ich weiß nicht, aber das sind halt auch keine Rivalen, das ist auch irgendwie uncool, ne? Denn wir brauchen eigentlich Kriege, die wir nutzen können, um uns finanziell konsequent weiter zu sanieren. Vielleicht machen wir einen Krieg gegen Savoyen. Einfach nur, weil wir Geld brauchen, ne? Und um einer Koalition vorzubeugen. Vielleicht machen wir das auch noch.
Savoyen wird der größte Koalitionsklotz werden, alles andere sind ja mehr so OPMs, ne? Ja, sehen wir im nächsten Teil. Bis dann, macht's gut. Pax, Vobiscum, Valete und dann gibt's auch hoffentlich wieder Hintergründe. Ciao.